Hallo und herzlich willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Mein Name ist Sarah Heinen und ich bin hier, um all denen Mut zu machen, die das Gefühl haben, dass da draußen und in ihrem Inneren noch mehr auf sie wartet. Gehen musst du deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen dir bei deiner Transformation zur Seite. Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Letzte Woche haben wir an dieser Stelle darüber gesprochen, dass endlich Schluss mit Ausreden sein muss, wenn du möchtest, dass sich etwas in deinem Leben verändert. Und dass es als freier Mensch hier in der westlichen Welt fast schon deine Pflicht ist, oder meiner Ansicht nach deine Pflicht ist, für deine Träume loszugehen. Und dass du dafür anfangen musst, neue Entscheidungen zu treffen, damit du eben auch neue Ergebnisse erzielen kannst. Und mir ist aufgefallen, als ich die Episode für diese Woche konzipiert habe, dass sich da gerade so eine kleine Serie rauskristallisiert. Und ich glaube, es wird nächste Woche auch noch einen dritten Teil dazu geben. Und heute, nachdem du jetzt beschlossen hast, es ist Zeit für eine Veränderung, du hast eine neue Entscheidung getroffen, möchte ich mit dir über das Thema Willenskraft und Selbstdisziplin und Commitment sprechen. Es geht darum, ins Tun zu kommen. Also nicht nur zu entscheiden, loszugehen, sondern dann tatsächlich auch loszugehen. Das heißt, wenn es dir schwerfällt, ins Tun zu kommen, wenn es dir schwerfällt, wirklich den ersten Schritt zu machen für eine Veränderung in deinem Leben, oder wenn es dir schwerfällt, durchzuhalten, dran zu bleiben, wenn du dir etwas vorgenommen hast und die ersten Schritte gegangen bist, dann ist diese Episode ganz genau das Richtige für dich. Und bevor wir anfangen, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein und das kann seit gestern, seit letztem Jahr schon immer in deinem Leben sein oder noch in der Zukunft liegen. Und ich bin heute ganz besonders dankbar für den kleinen Hinweis einer Freundin, den ich heute Morgen bekommen habe. Ich war heute Morgen zum Frühstück verabredet und habe mit dieser Freundin, die ich jetzt schon seit fast 10 Jahren kenne, eine meiner allerengsten Freundinnen, darüber gesprochen, ja, wie das eigentlich damals so war, als wir uns kennengelernt haben, in was für einer Lebenssituation wir da waren. Und wir waren beide relativ unglücklich in unseren Jobs oder sehr unglücklich in unseren Jobs zu dem Zeitpunkt und haben seitdem radikale Veränderungen gemacht. Und das hat mich nochmal daran erinnert, wie wichtig es ist. Ich sage das hier zwar häufiger auf dem Podcast, aber auch ich selbst darf mich immer wieder daran erinnern, wie wichtig es ist, manchmal auch zurückzuschauen und zu sehen, was für einen weiten Weg du schon gekommen bist, was für einen weiten Weg ich schon gekommen bin. Weil oft konzentrieren wir uns einfach auf die Dinge, die noch nicht funktionieren und die Dinge, die wir noch nicht erreicht haben, anstatt einfach mal in Dankbarkeit zurückzuschauen und zu sehen, wow, das habe ich alles schon geschafft, die Schritte bin ich schon gegangen. Und das ist natürlich auch ja, sehr hilfreich bei dem heutigen Thema, beim Thema Willensstärke, immer wieder auch mal zurückzuschauen und zu sehen, was man in der Vergangenheit schon geschafft hat. Aber mehr zum Thema Willensstärke und ins Tun kommen dann gleich. Und wofür ich noch unglaublich dankbar bin, ist deine Unterstützung vom Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, kannst du helfen, den Podcast noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Ganz einfach, indem du den Podcast abonnierst und eine Rezension und 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied vom Team Neuanfang zu werden. Alle Mitglieder bekommen jeden Monat eine zusätzliche Episode vom Neuanfang-Podcast, die sonst nirgendwo zu hören ist. Die Team Neuanfang-Episoden. In denen gebe ich Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts, teile mit dir meine Erkenntnis des Monats, gebe dir Empfehlungen für Bücher und Podcasts, die dich weiterbringen können und antworte auf Fragen aus der Community. Alle Infos zum Team Neuanfang und den anderen Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findest du unter www.happyplanties.de/support. Und jetzt geht's wirklich los.
Ja, zum Thema Willensstärke. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es fast so ein Battle gibt, einen Kampf zwischen den Leuten, die fokussiert mit Willensstärke ihre Sachen durchziehen und die Leute, die so sich dem Flow des Lebens hingeben. Und die einen, die mehr in der männlichen Energie sind, in der zielgerichteten, nach vorne gerichteten Energie, und die anderen, die eben mehr in der weiblichen Energie sind, ganz egal, welches Geschlecht sie haben. Und ich möchte jetzt hier gar nicht über männliche, weibliche Energien sprechen. Dazu gibt es schon eine Podcast-Episode. Ich verlinke dir die mal in den Shownotes. Ich möchte heute mich auf dieses Thema Willenskraft fokussieren mit dir gemeinsam. Denn ich glaube, dass ganz, ganz oft, wenn es um Veränderungen in unserem Leben geht, dass wir uns natürlich mit dem Fluss, mit dem Flow des Lebens bewegen können, aber dass es dann manchmal entweder länger dauert oder wir gar nicht zu unseren gesetzten Zielen kommen, weil uns eben so ein bisschen der Drive fehlt und weil uns die Richtung fehlt. Und ich glaube, dass sich beide Dinge wundervoll ergänzen, dass es aber eben Situationen im Leben gibt, in denen die Willensstärke ganz, ganz wichtig ist, um vorwärts zu kommen. Und wo die Willensstärke ja schon eine Voraussetzung dafür ist, wirklich eine gezielte Veränderung in deinem Leben zu erreichen. Das heißt, ja, wenn du letzte Woche die Episode gehört hast und gesagt hast, ja, so, ich treffe jetzt eine neue Entscheidung, um neue Ergebnisse in meinem Leben zu erzielen und ich will losgehen, für was auch immer, dass du dann auch wirklich ins Handeln kommst, dass du ins Tun kommst, dass du wirklich losgehst, um diese Veränderung, die du ja eben freiwillig machst, auch zu erreichen. Denn wenn wir Veränderungen in unserem Leben machen oder beziehungsweise wenn sie mit uns gemacht werden, weil irgendwas passiert, irgendwas Einschneidendes, ein einschneidendes Erlebnis, sei es jetzt eine Krankheit, der Verlust eines geliebten Menschen, vielleicht ein Unfall, den wir selber haben, irgendwas Unvorhergesehenes, was uns an die Endlichkeit unseres Lebens erinnert. Dann geht das mit der Veränderung oft ja, schneller und weil wir einfach in dem Moment so eine Willensspritze bekommen, wirklich für uns selber loszugehen. Wenn du aber eben aus einer ganz okayen Situation heraus die Entscheidung triffst, etwas zu verändern, dann musst du oft umso mehr von deiner eigenen Willensstärke reingeben, um da wirklich für loszugehen und auch durchzuhalten. Und ich glaube, dass Disziplin manchmal so ein bisschen ja, schlechten Ruf hat. Ne? Gerade in den Zeiten, wo es eben darum geht, im Flow zu sein und im Hier und Jetzt zu leben. So, da ist Disziplin manchmal so ein bisschen, ja, der Buhmann. Ich glaube aber, dass wenn man Disziplin richtig einsetzt, wenn es nicht darum geht, immer 24 Stunden zu hasseln und 24 Stunden mit eisernem Willen irgendwas durchzuziehen, sondern wenn man Disziplin und Willensstärke dafür nutzt, Gewohnheiten zu etablieren, und wenn man auch Disziplin und Willensstärke so nutzt oder dadurch stärkt, dass man sich auf der anderen Seite eben genauso auch Pausen gönnt und was sich selber Gutes tut, dass man dadurch langfristig glücklicher ist im Leben. Einfach, weil wenn du mit Disziplin und Willensstärke gesunde Gewohnheiten in dein Leben integrierst, du schneller in die angestrebten Umstände kommst, also die Ziele erreichst, die du dir gesetzt hast. Oder dir die Umstände einfach eben in deinem Leben schaffst, die dir noch mehr Energie geben und die dir noch mehr Wille geben, noch zu höheren Zielen zu kommen. Einfach Ziele, die dein Leben harmonischer machen, die dein Leben erfüllter machen, die dein Leben glücklicher machen, die dich vielleicht weniger arbeiten lassen, die dir mehr Zeit für Familie und Freunde geben. Ganz egal, was es für Ziele, was es für Veränderungen sind. Oder Ziele, Veränderungen, die dir einen gesünderen Körper geben. Und all diese Dinge, für die braucht man am Anfang Disziplin und Willenskraft. Und die großen Gegner von Disziplin und Willenskraft sind oft Angst, etwas falsch zu machen, ja, Perfektionismus, ganz, ganz großer, ja, Gegenspieler der Selbstdisziplin, aber auch Gefühle von Überforderung und einfach nicht zu wissen, wie man welche Schritte und in welcher Reihenfolge gehen soll, sich generell auch einfach zu viele Gedanken zu machen. Und natürlich ist es auch so, dass Willenskraft und vor allen Dingen eben Selbstdisziplin im engen Zusammenhang stehen mit Selbstvertrauen, Selbstwert und Selbstbewusstsein. Einfach deiner Beziehung zu dir selbst, deinem Bild von dir selbst. Und ganz oft ist es so, dass
Selbstdisziplin, das Willensstärke, das ins Tun kommen, dass das Menschen schwerfällt, die eher einen geringen Selbstwert haben, weil sie eben nicht sehen, dass sie selbst es wert sind, für ihre Träume loszugehen, für eine Veränderung loszugehen und dass sie es wert sind, auch ein Ziel zu erreichen, dass sie es verdient haben, ein Ziel zu erreichen. Auf der anderen Seite stärkt, wenn du mit Willenskraft Dinge erreichst, das Ganze eben auch dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein. Ja, wenn du dir etwas vornimmst und das dann auch wirklich durchziehst, dann beweist du dir selbst dein Vertrauen. Ja, dein Selbstvertrauen stärkt. Wenn du dir hingegen etwas vornimmst und es immer wieder fallen lässt, immer wieder abbrichst, dann schwächt das natürlich dein Selbstvertrauen, weil du hältst ein Versprechen, was du dir selbst gegeben hast, nicht ein. Und ganz klar, wenn du Ziele erreichst und mögen sie noch so klein sein, mögen es einfach nur Schritte auf dem Weg zu einem Ziel sein, wenn du dir neue Fähigkeiten aneignest, wenn du neue Dinge lernst, wenn du deine Komfortzone erweiterst, wenn du schaffst, etwas durchzuziehen, natürlich steigt dadurch auch dein Bewusstsein für deine Kräfte und deine Fähigkeiten. Und das wiederum gibt dir mehr Selbstbewusstsein und führt dazu, dass dir das ganze Thema Selbstdisziplin und Willensstärke in Zukunft leichter fallen wird. Das heißt, wie bei so vielen Dingen, geht es darum, es einfach zu machen. Es geht darum, loszulegen und anzufangen. Und ich möchte jetzt gleich einfach ein paar Tipps mit dir teilen, wie du deine Willenskraft stärken kannst und was dir dabei helfen kann, ins Tun zu kommen und was dir dabei helfen kann, dran zu bleiben. Der erste Tipp ist, Regelmäßigkeit ist der Schlüssel. Denn die Form von Disziplin und Willensstärke, um die es mir heute geht, die ist ja dazu da, dass du anfängst, Gewohnheiten in dein Leben zu integrieren. Und je mehr etwas zu einer Gewohnheit wird, je mehr etwas zu deinem Alltag gehört und je regelmäßiger du es machst, desto weniger Willensstärke brauchst du auch dafür. Du brauchst zum Beispiel wenig Willensstärke zum Zähneputzen, weil es einfach ein ganz normaler Bestandteil deines Alltags ist. Vermutlich seit Jahrzehnten, wenn du diesen Podcast hörst. Und für Dinge, die neu sind, die du noch nie gemacht hast, wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest anfangen, täglich zu meditieren, hast bis jetzt aber nur dann und wann mal oder noch nie meditiert, dann ist das natürlich am Anfang ein Ding, wo du erstmal mit Willensstärke ran musst, um das Ganze zu einer Gewohnheit werden zu lassen. Aber je häufiger du Dinge machst, desto weniger Willensstärke brauchst du dafür. Und der zweite Tipp bezieht sich darauf, diese Regelmäßigkeit zum Spiel zu machen, diese Regelmäßigkeit für dich festzuhalten. Man würde neudeutsch vielleicht sagen, zu tracken. Also ein Habit-Tracker zu führen. Das heißt, du bastelst dir entweder in deinem Kalender, den du eh benutzt, am besten auf Papier, dann ist der Spaßfaktor bzw. die Genugtuung ist größer. Oder du nimmst dir einfach ein DIN A4-Papier, malst da die Tage des aktuellen Monats drauf und hängst das irgendwo auf, wo du auf jeden Fall jeden Tag daran erinnert wirst. Und immer, wenn du dann das, was du dir vorgenommen hast, an dem Tag erledigt hast, machst du einfach ein dickes, fettes Kreuz rein. Und so kannst du dich selbst damit belohnen. Ne? Du hast es geschafft, du setzt dein Kreuz in deinen Kalender. Und wenn du dann auf die Tage zurückschaust, und das ist das, was ich ja eben auch schon im Intro gesagt habe, wenn du ab und zu zurückschaust und siehst so, hey, jetzt habe ich es schon 3 Tage geschafft, hey, jetzt habe ich es schon 10 Tage geschafft, dass dir das natürlich einen Auftrieb gibt, dass dir dieses Zurückschauen auf das, was du schon geschafft hast, mehr Antrieb gibt, dran zu bleiben. Und natürlich, je länger der Zeitraum ist, den du schon durchgehalten hast, desto weniger möchtest du sozusagen zurückfallen und einen Tag ausfallen lassen. Mir ging das so mit meinem Meditations-Tracking. Ich habe letztes Jahr im April, glaube ich, angefangen, wirklich jeden Tag zu meditieren. Ich habe vorher schon viel meditiert, aber habe immer wieder Tage ausfallen lassen. Und letztes Jahr im April habe ich angefangen, wirklich jeden Tag zu meditieren. Und ich tracke es mit einer App, einfach weil ich auch über die App meditiere, entweder per Timer oder mit geführter Meditation oder Musik. Ja, und dann war ich letztes Jahr dann irgendwann im Oktober oder September oder so war ich auf Reisen
und habe tatsächlich an einem Tag morgens es nicht geschafft zu meditieren, habe sogar im Zug meditiert, habe aber vergessen, es zu tracken. Und dann dachte ich so, nein, hunderte Tage habe ich es geschafft und dann habe ich einen Break drinne. Und das hat mich so geärgert. Das heißt, je länger der Zeitraum ist, den du trackst für eine neue Gewohnheit, für die Sache, die du mit Willenskraft durchziehen möchtest, desto höher ist sozusagen auch das Risiko, dein eigenes Spiel zu verlieren und ja, sozusagen gegen dich selbst zu verlieren. Aber natürlich ist das nicht verlieren, sondern es heißt einfach, okay, wenn du es mal einen Tag nicht geschafft hast, dann sieh zu, dass du am nächsten Tag damit weitermachst. Wie gesagt, Regelmäßigkeit ist key, Regelmäßigkeit ist der Schlüssel. Und sobald du 2 oder 3 Tage verpasst hast, desto schwieriger wird es wieder einzusteigen. Und der dritte Tipp ist, jetzt keine Neuigkeit, aber gehört hier in die Aufzählung auf jeden Fall rein, such dir einen Partner, der es mit dir macht. Wenn du zum Beispiel regelmäßiger Sport machen möchtest, ja, such dir da einen Partner, einen Sportpartner, einen Laufpartner, einen Fitnessstudio-Partner, einen Yoga-Partner, was auch immer. Aber such dir jemanden, der es mit dir zusammen macht, wenn es darum geht, sich gesünder zu ernähren, könntet ihr zusammen einkaufen gehen oder zusammen zum Markt fahren. Oder wenn es darum geht, gewisse Schritte für dein Business zu machen und es gibt jemanden, mit dem du das parallel machst, dann könnt ihr euch da gegenseitig anfeuern, absprechen. Und im Englischen sagt man einen Accountability Partner, einen Accountability Buddy dir an die Seite holen. Und es ist einfach jemand, dem du sozusagen Rechenschaft darüber ablegst und der dich aber gleichzeitig auch motivieren kann. Und wenn ihr einfach beide in eine ähnliche Richtung geht, oder man kann auch sagen, ne, es sind unterschiedliche Gewohnheiten, aber man erinnert sich trotzdem gegenseitig daran und hat so ein bisschen das Gefühl, okay, ich muss es machen, weil sonst muss ich dem anderen ja sagen, dass ich es heute nicht geschafft habe. Das heißt, such dir einen Accountability-Partner. Der vierte Tipp ist, kenn dein Warum. Das wiederhole ich gefühlt in jeder Podcast-Episode. Aber es ist immer so, wenn du etwas erreichen möchtest, wenn du etwas tun möchtest, wenn du etwas verändern möchtest, dann sei dir darüber bewusst, warum du das möchtest. Denn dieses Warum, das wird dich über die Tage hinweg tragen, an denen du keinen Bock hast, wenn du dich daran erinnerst, warum du dich gesünder ernähren möchtest, warum du dich selbstständig machen möchtest, warum du Geld sparen möchtest, warum du mehr Sport machen möchtest, warum du jeden Tag meditieren möchtest. Ganz egal, um was es geht, du kannst für alles ein Warum finden, wenn du es wirklich willst. Wenn du kein Warum findest, dann willst du es vermutlich auch gar nicht. Und je wichtiger und stärker dein Warum ist, desto mehr wird es dich tragen. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum Veränderung manchmal schneller geht, wenn wir quasi dazu gezwungen werden, wie ich eingangs gesagt habe, einfach durch ein einschneidendes Erlebnis. Weil dann zum Beispiel die Angst vor dem Ende des eigenen Lebens so groß ist, dass sie uns Feuer unterm Hintern macht. Und dass wir einfach damit, ja, dass unser Leben eben endlich ist, eigentlich das größte und stärkste Warum haben, das es gibt, dann geht Veränderung manchmal schneller, als wenn wir Veränderungen sozusagen freiwillig anstoßen eben oder aus einer Situation heraus, in der es uns eigentlich ganz gut geht. Ich habe, glaube ich, auch schon mal erklärt hier, dass es im Endeffekt 2 Kräfte gibt beim Erreichen von Zielen. Es gibt die Kraft weg von und die Kraft hinzu. Und wenn wir eben so ein einschneidendes Erlebnis haben, dann ist es eben oft eher die Kraft erstmal weg von, die uns bewegt. Und das ist die Kraft, die meistens am Anfang stärker ist, weil sie einfach näher am Auslöser und näher an unserem Hier und Jetzt dran ist. Irgendwann aber, je näher wir uns auf unser Ziel zubewegen oder eben je stärker unser Warum ist, je begeisterter wir von unserem Warum und unserem Ziel sind, desto stärker wird dann eben auch die Kraft des Ziels, des Hinzu. Hin zu dem Zustand, hin zu den Umständen, unseren Lebensumständen, den wir uns erschaffen möchten, die wir erreichen möchten. Aber mit diesen beiden Kräften kannst du eben arbeiten in Bezug auch auf deine Willensstärke, ja, dass du dich darauf fokussierst. Geht es hier darum, weg von etwas zu kommen? Und dann habe ich eben den Willen, ne, die Beine in die Hand zu nehmen und loszurennen.
oder ich schaffe mir ein möglichst starkes Warum, um aus einer ganz komfortablen Situation heraus mich zu etwas noch Besserem zu entwickeln. Dann muss aber für diese Kraft hinzu zu dem Ziel das wirklich ganz klar sein und eben auch dein Warum möglichst stark und klar sein. Tipp Nummer 5. Morgens ist deine Willenskraft meist stärker als abends. Denn die Willenskraft hängt eng auch mit unserer gesamten Energie zusammen, beziehungsweise auch mit der Kraft, die wir einsetzen, um Entscheidungen zu treffen. Das heißt, morgens, nachdem du geschlafen hast, wenn du ausgeruht bist, dann ist diese Batterie deiner Selbstdisziplin, die Batterie deiner Willenskraft meistens stärker als am Abend. Das heißt, wenn du die Dinge, die du dir vornimmst, ganz egal, was es für eine neue Gewohnheit ist, die du in dein Leben integrieren möchtest, direkt am Morgen sozusagen von deiner Liste abhakst und direkt am Morgen dieses befriedigende Kreuzchen in deinem Kalender machen kannst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du durchhältst. Wenn du direkt am Morgen die Sporteinheit einlegst, wenn du direkt am Morgen meditierst, wenn du direkt am Morgen die Dinge für dein neues Business erledigst, die dir am wichtigsten sind oder die dich am weitesten nach vorne bringen, dann hast du erstens so dieses Gefühl, schon etwas für dich getan zu haben, beziehungsweise das Gefühl, schon etwas geschafft zu haben und hast dadurch automatisch mehr Energie für den Tag. Und wenn du aber eben schon einen langen Tag hinter dir hast, vielleicht ne, vom Job nach Hause kommst, dich dann aufzuraffen, zum Sport zu gehen, dich dann aufzuraffen, dir die Ruhe und den Raum zu nehmen, zu meditieren oder dich dann noch hinzusetzen, um nebenbei deine Selbstständigkeit aufzubauen, das erfordert deutlich mehr Kraft, die du wahrscheinlich um diese Uhrzeit nicht mehr hast, als wenn du dafür vielleicht morgens eine halbe Stunde eher aufstehst. Tipp Nummer 6. Setz deine Disziplin, deine Willensstärke nur für Dinge ein, die dir wirklich wichtig sind. Wir setzen viel zu oft diese Energie und diese Kraft für Dinge ein, die wir eigentlich gar nicht wirklich selber von Herzen wollen. Das heißt, mach gerne mal eine kleine Inventur. Was machst du eigentlich den ganzen Tag so? Wo setzt du viel Kraft und Energie und Willensstärke ein für Dinge, die dir persönlich gar nicht wichtig sind? Dinge, die du nur tust, um anderen zu gefallen. Dinge, wo du dir erhoffst, dass andere dich anerkennen, dass andere dich lieben, wenn du diese Dinge tust. Dinge, die du tust, weil du einfach nur glaubst, man muss sie tun oder weil sie alle anderen tun, aber du nicht wirklich mit dem Herzen dabei bist. Und je mehr Dinge du gehen lässt, je mehr Zeit- und Energiefresser du aus deinem Leben verabschiedest, desto mehr Kraft, Energie, Willensstärke und Disziplin bleibt dir für die Dinge übrig, die dir wirklich am Herzen liegen, wo wirklich dein eigenes und starkes Warum dahinter steckt. Tipp Nummer 7, mach ganz viel von den Dingen, die dir Energie geben. Mach ganz viel von den Dingen, die deine Kraft wiederherstellen. Das sind so ganz simple Sachen wie Pausen einzulegen, Schlaf, ja, gesunder und ausreichender Schlaf, erholsamer Schlaf, Bewegung, wenn das nicht gerade das ist, was du versuchst, eh in dein Leben zu integrieren, aber wenn Bewegung schon zu deinem Alltag gehört, ganz egal, ob das Sport ist, ganz egal, ob das sowas wie Yoga ist oder einfach ein Spaziergang durch die Natur, aber körperliche Bewegung, dann einfach Sachen, die dir Spaß machen. Ob es jetzt heißt, ein Instrument zu spielen, ob es heißt, zu malen, ob es heißt, dich mit Freunden zu treffen, Dinge zu tun, die kein Ziel verfolgen. Das sind die Sachen, die dafür sorgen, dass unsere Batterien aufgeladen werden. Und wenn deine Batterien aufgeladen sind, dann ist das Ding mit der Willenskraft und der Selbstdisziplin deutlich einfacher, als wenn du ständig ausgelaugt bist, als wenn du glaubst, je mehr du tust, desto schneller kommst du an dein Ziel. Eine ganz, ganz große, dicke, fette Lektion, die ich in den letzten Wochen noch sehr viel mehr lernen durfte und versuche wirklich in meinen Alltag zu integrieren, ist, dass die allerwichtigste Aufgabe in meinem Business, die allerwichtigste Aufgabe in meiner Selbstständigkeit ist das Halten und das Auffüllen meiner eigenen hohen und liebevollen Energie. Wenn ich in einer guten Energie bin, wenn ich eine hohe Schwingung habe,
dann nicht nur fallen mir viele Dinge sehr viel leichter, sondern ich ziehe dadurch automatisch die Kunden an, ich ziehe dadurch automatisch die Accountability-Partner an, ich ziehe dadurch automatisch die Mentoren und Unterstützer an, die mich auf meinem Weg weiterbringen. Und es ist ganz egal, ob du selbstständig bist oder ob es darum geht, irgendeine Gewohnheit bezüglich deiner Gesundheit oder deines Alltags in dein Leben zu integrieren. Je mehr du dafür sorgst, dass du in einer guten Energie bist, desto leichter werden dir diese Veränderungen fallen. Und desto mehr wird eben alles um dich herum sich fügen, um dich zu unterstützen. Tipp Nummer 8, geh ganz bewusst ins Training deiner Willensstärke, deiner Willenskraft und deiner Selbstdisziplin. Ganz egal, ob du jetzt ein großes Ziel hast, auf das du hinarbeitest oder nicht. Vor allen Dingen aber auch, wenn du sagst so, ich habe noch gar nicht irgendwie sowas Großes, aber ich weiß, dass es mir oft schwerfällt, Dinge durchzuziehen oder Dinge anzufangen. Dann setz dir schon jetzt ganz bewusst kleine Challenges. Ne? Super, so eine Woche oder am besten 30 Tage Challenges, wo du dich selber herausforderst. Ne? Wo du dann auch wieder mit dem Aufzeichnen, mit dem Tracking arbeitest. Wirklich eine Sache, die neu für dich ist, mal 30 Tage durchzuziehen. Und wenn du das machst, dann kannst du nach den 30 Tagen immer noch entscheiden, ob das dann zu einer regelmäßigen Gewohnheit wird, ob du das in deinem Leben belassen möchtest oder nicht. Oder ob du dich wieder davon verabschiedest. Aber ganz egal, was das Ergebnis ist, wenn du etwas geschafft hast, 30 Tage lang wirklich durchzuziehen, 30 Tage täglich zu tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass daraus eine Gewohnheit werden kann, wenn du das möchtest. Aber vor allen Dingen hast du auf jeden Fall, auch wenn du dich von dieser Sache wieder verabschiedest, ganz, ganz viel für das Training deines Willensstärke-Muskels getan, deines Disziplin-Muskels. Und wenn du solche Challenges regelmäßig machst, dann kannst du damit eben vorsorgen für die großen Ziele, für die großen Träume, die vielleicht jetzt noch nicht da sind. Oder du machst diese 30-Tages-Challenges parallel, wenn sie nicht zu viel Energie von deinem eigentlichen Ziel ablenken. Das heißt, wenn du sagst, mein großes Ziel ist es zum Beispiel, mich selbstständig zu machen, und das kleine Ziel für 30 Tage könnte eben sein, täglich zu meditieren. Weil es wird dir auf jeden Fall was bringen. Und das kommen wir gleich noch im letzten Tipp zu. Und selbst wenn du danach nicht täglich meditierst, dann wirst du trotzdem durch dieses kleine Ziel, was du dir innerhalb deines großen Ziels gesetzt hast, auf jeden Fall für das große Ziel davon profitieren. Sei es jetzt durch die Meditation selbst, sei es durch Sport, durch gesundes Essen oder welche Gewohnheit auch immer du integrieren möchtest. Und du hast eben generell deinen Willensstärke-Muskel trainiert. Und damit kommen wir auch dann direkt zum letzten und 9. Tipp, Meditation. Meditation ist für mich einer der besten und nachhaltigsten Wege, um deine Willenskraft zu stärken und deine Selbstdisziplin zu stärken. Nicht nur, wenn es darum geht, täglich sich hinzusetzen und zu meditieren, sondern auch, wenn es darum geht, was in der Meditation selbst geschieht. Denn Meditation ist nichts anderes, als deinen Fokus immer wieder zu dir selbst zu holen, immer wieder in den Moment zu holen und deine Gedanken sozusagen immer wieder einzufangen, ja, wie so kleine Katzenbabys, die weglaufen, die Gedanken immer wieder einzufangen und zu dir zu holen. Den Fokus, wenn er dahin fliegt in die Vergangenheit, wenn er dahin fliegt in die Zukunft, den zu dir zurückzuholen, dich wieder auf deinen Atem zu konzentrieren oder welchen Fokuspunkt du dir auch immer in der Meditation setzt. Nichts anderes ist Meditation. Und das ist meiner Meinung nach einer, wie gesagt, der besten Wege, um die Selbstdisziplin zu stärken. Denn immer, wenn wir im Alltag irgendwas nicht durchhalten, dann ist es ganz oft so, dass unsere Gedanken uns Streiche spielen. Ja, dass unsere Gedanken zum Beispiel sagen, oh, wäre es nicht viel geiler, jetzt eine Pizza zu essen, als den gesunden Salat? Oder wäre es nicht viel geiler, sich jetzt aufs Sofa zu setzen, als die Laufschuhe anzuziehen? Und wäre es nicht viel schöner, jetzt einfach sich in die Badewanne zu legen, statt zum Yoga zu gehen? Oder wäre es nicht viel leichter, sich nochmal eine Runde umzudrehen, anstatt aufzustehen und zu meditieren?
Ja, das heißt, unsere Gedanken, die in alten Mustern, die in alten Gewohnheiten festhängen, das sind unsere eigentlichen Endgegner, wenn es darum geht, Willensstärke zu haben, Dinge durchzuziehen, ins Handeln zu kommen und wirklich nachhaltige Veränderungen in unser Leben zu bringen, neue Gewohnheiten zu etablieren. Und diese Endgegner, mit denen kann man sich eben auf wunderbare Art und Weise in Meditation auf den Trainingsplatz begeben und immer wieder mit diesen in Anführungsstrichen Gegnern, das muss ich sagen, diese Gegner zu Freunden zu machen und immer wieder liebevoll die Freunde zu sich zurückzuholen und liebevoll diese Gedanken, die eben wie kleine neugierige Katzenbabys immer überall hinlaufen, die immer wieder zu sich zurückzuholen. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt hilft, das Bild mit den Katzenbabys, aber das ist das, was mir eben so als erstes eingefallen ist. Aber so ein Flohzirkus kann man ja auch sagen. Ja, und nach diesen 9 Tipps möchte ich dir noch ein paar abschließende Gedanken zum Thema ins Tun kommen und zum Thema Willenskraft mitgeben. Es sind ganz oft die Tage, an denen wir am allerwenigsten Bock auf die Sachen haben, die wir versuchen gerade in unser Leben zu integrieren, wo wir meistens den größten Benefit, wo wir meistens den größten Nutzen aus diesen Dingen herausziehen. Das heißt, wenn du wirklich keine Lust hast, dich hinzusetzen und zu meditieren, dann ist das wahrscheinlich ein Tag, an dem du die Meditation am allermeisten gebrauchen kannst. Und wenn du dich überhaupt nicht aufraffen kannst, jetzt die Schuhe anzuziehen und laufen zu gehen, dann ist das wahrscheinlich ein Tag, an dem dir die runde frische Luft und die runde Bewegung am allermeisten bringen wird und dir wirklich, wirklich gut tun wird. Das heißt, nutz den Gedanken gerne auch als Erinnerung, als Motivation für die Tage, an denen du am allerwenigsten Bock hast auf das, was du eigentlich durchziehen möchtest. Sag dir, je weniger ich es will, desto wichtiger ist es für mich. Und ich habe ja eben schon in den Tipps gesagt, dass der eigentliche Endgegner unsere eigenen Gedanken sind und die eigenen Gewohnheiten, die sich ins Unterbewusstsein eingeschliffen haben. Wo es darum geht, die mit Willenskraft, am Anfang eben mit Willenskraft zu überwinden und bis sie dann eben zu einer neuen Gewohnheit werden. Ja, das ist wie ein Weg durch ein Feld. Am Anfang ist es ein Trampelpfad und je häufiger du diesen Trampelpfad gehst, desto breiter und desto bequemer wird er. Und je häufiger du eine neue Sache in deinem Leben machst, desto leichter wird sie dir mit der Zeit fallen. Und was du nutzen kannst, um dich da so ein bisschen, ja, dein Unterbewusstsein ein bisschen auszutricksen, ist deinem Unterbewusstsein zu sagen, dass du die Sachen gerne machst. Und es wird sich am Anfang total bescheuert anfühlen. Du wirst das Gefühl haben, dich selber anzulügen. Aber je häufiger du auch das machst oder je überzeugender du gegenüber deinem Unterbewusstsein bist, desto mehr wirst du anfangen, die Sachen wirklich zu glauben und auch zu fühlen. Das heißt, wenn du sagst, ich entscheide mich dafür, Sport zu machen und ich habe Spaß daran. Ja, wie gesagt, das mag sich, wenn das eben bisher noch nicht Bestandteil deines Lebens ist, sich komisch anfühlen. Aber was in dem Moment passiert, ist, dass dein Unterbewusstsein, je überzeugter du davon bist, dass es dir Spaß macht, ja, desto mehr ist auch dein Unterbewusstsein davon überzeugt, weil dein Unterbewusstsein nimmt alles das, was du ihm sagst und wo du wirklich dran glaubst. Und je mehr du dran glaubst, desto effektiver ist das Ganze. Aber deshalb fang einfach an, es zu sagen und irgendwann wirst du es glauben. Nimm das als Befehl. Dein Unterbewusstsein glaubt, dass das, was du ihm sagst, das ist, was du willst. Das heißt, wenn du deinem Unterbewusstsein sagst, boah, ich habe keinen Bock auf Sport, ja, natürlich wird dein Unterbewusstsein nicht dafür sorgen, dass du Spaß an Sport hast. Wenn du deinem Unterbewusstsein aber sagst, ich habe Spaß an Sport, dann wird dein Unterbewusstsein anfangen, das zu glauben. Das heißt, du kannst ja wirklich in so einen kleinen Dialog gehen mit deinem Unterbewusstsein. Ich habe ein interessantes Video gesehen von Marissa Pierce, das ist die Begründerin von RTT, dieser Hypnose-Technik, mit der ich auch gearbeitet habe, als es um meine Dysplasie ging. Und die hat als Beispiel die Situation gehabt, dass wenn du dich gesünder ernähren möchtest und sitzt im Restaurant und hast die Karte in der Hand und siehst eben dort Salate und Pizza und Eiscreme oder so. Und dann musst du eine Entscheidung treffen, was du jetzt bestellst. Und normalerweise würden deine Gedanken, wenn du eigentlich lieber Pizza essen möchtest, natürlich so gehen, oh, eine Pizza wäre schon geil.
Und in dem Moment gibst du deinem Unterbewusstsein das Signal, hey, fahrt frei, wir essen Pizza. Und dann ist es natürlich wahnsinnig anstrengend zu sagen, nein, ich nehme einen Salat. Dann fühlt sich das nicht an wie das, was du wirklich willst. Wenn du anfängst, deinem Unterbewusstsein zu sagen, ich esse jetzt einen Salat und ich habe Lust darauf, dann wird sich das, wie gesagt, am Anfang komisch anfühlen. Aber je häufiger du das machst, desto wahrscheinlicher ist es, dass dein Unterbewusstsein auch selbst davon überzeugt ist und dass es dir damit leichter fällt, du weniger Energie aufbringen musst, um diese Entscheidung zu treffen. Und du kannst da wirklich, wie gesagt, in den Dialog gehen. Ja? Das ist so im ersten Moment, wenn du sagst, ich esse einen Salat und ich liebe es, dein Unterbewusstsein sagen wird, geht's noch? Spinnst du eigentlich? Du liebst doch Pizza. Und dass du dann zurück sagen kannst, ja, aber ab sofort entscheide ich, dass ich Salat liebe. Ja? Du verstehst vielleicht das Prinzip. Und wie gesagt, es hört sich ein bisschen albern an, aber hab immer im Hinterkopf, dein Unterbewusstsein glaubt, dass das, was du ihm sagst, das ist, was du willst. Und wenn du sagst, ich habe ein Warum und auf Basis dieses Warums entscheide ich mich dafür, mich gesünder zu ernähren und jetzt einen Salat statt einer Pizza zu essen, dann nutzt diesen Trick eben zu sagen, hey Unterbewusstsein, ich freue mich darauf. Ja? Weil wenn du deinem Unterbewusstsein sagst, ja, eigentlich habe ich auf Salat gar keinen Bock, ich mache es aber trotzdem, dann wirst du die Veränderung nicht durchhalten auf Dauer, weil dein Unterbewusstsein einfach stärker ist. Und wenn du mit dem zusammenarbeitest, anstatt gegen es zu arbeiten, dann ja, fällt es dir auf jeden Fall leichter, Dinge durchzuziehen. Und das nochmal zum Abschluss gesagt. Willenskraft ist etwas, was vor allen Dingen dafür da ist, Dinge anzuschieben. Ich hoffe, es gibt nichts in deinem Leben, was du für immer nur mit purer Willenskraft machen musst, weil dann ist es etwas, und das ist eigentlich auch ein gutes Indiz, wenn es etwas gibt, wo du immer wahnsinnig viel Energie für aufwenden musst, das zu tun, dann ist es wahrscheinlich nicht das, was wirklich das Richtige für dich ist und nicht das, was du langfristig als Gewohnheit beibehalten solltest. Aber es ist eben so, dass wir Gewohnheiten in unserem Gehirn, in unserem Unterbewusstsein eingraviert haben. Und wenn wir neue Gewohnheiten etablieren wollen, wenn wir neue Ziele erreichen wollen, wenn wir unsere Komfortzone erweitern wollen, dann erfordert es am Anfang Willenskraft. Dann erfordert es am Anfang diesen Energieaufwand, um diesen winzig kleinen Trampelpfad, den man vielleicht bisher nur einmal gegangen ist, den immer und immer wieder zu gehen. Und je häufiger du den neuen Trampelpfad nimmst, desto mehr wächst der alte Trampelpfad, also deine alte Gewohnheit, immer weiter wieder zu. Ja, wenn du dir das eben wie so ein Feld vorstellst. Wenn du immer nach links gegangen bist und ab sofort möchtest du nach rechts gehen, je häufiger du nach rechts gehst, desto mehr verwildert die linke Seite wieder. Und so kannst du dir das vorstellen in deinem Kopf. Das heißt, am Anfang steht immer der Wille. Erst ist der Wille und dann zeigt sich dir auch der Weg Schritt für Schritt. Ja, das heißt, wenn bei dir ein großes Ding ist, die Überforderung und die Angst davor, etwas nicht zu schaffen oder den Weg nicht zu kennen, dann sei dir sicher, wenn du anfängst, den Weg zu gehen, wenn du die ersten Schritte machst, wenn du den Willen hast, diese ersten Schritte durchzuziehen, dann werden sich die nächsten Schritte dahinter automatisch zeigen. Und es ist erst der Wille da. Und dann folgt irgendwann daraus eine Gewohnheit und dann wird es zum Automatismus. Und dann brauchst du eben keine Willenskraft mehr, um die gesunden und dir wohltuenden und dienenden Gewohnheiten in deinem Leben weiter aufrechtzuerhalten. Und erst ist es der Wille, der da ist. Ja? Erst ist es Disziplin, die da ist. Und dann folgt das Gefühl, dann folgt der Flow. Natürlich, wenn du etwas Neues anfangen möchtest, dann fühlst du dich nicht immer danach. Ja? Gerade wenn es um Dinge geht, die vielleicht im ersten Moment aus einer Vernunft heraus entstehen. Aber je häufiger du dir eben sagst, ich liebe Salat, desto mehr wirst du auch in das Gefühl kommen, dass du Salat liebst. Und je häufiger du meditierst und je mehr Fortschritte du in der Meditation auch siehst, desto mehr entsteht dann wirklich auch das Gefühl, dass es dir gut tut und dass du es liebst. Und je mehr du anfängst, für deine Träume loszugehen und je mehr du am Anfang die Willenskraft und die Selbstdisziplin investierst,
desto besser wird es sich hinterher anfühlen. Du kannst lange warten, bis du dich danach fühlst, deine Komfortzone erweitern. Du kannst lange darauf warten, bis du dich danach fühlst, dich gesünder zu ernähren oder Sport zu treiben. Am Anfang braucht es Wille und Disziplin. Und erst ist der Wille da und die Selbstdisziplin da und dann folgt auch das Erfahrungsvertrauen. Das heißt, wenn du Angst vor Veränderungen hast, wenn du Angst davor hast, Dinge nicht zu schaffen, wenn du glaubst, perfekt sein zu müssen, glaub, dass wenn du am Anfang mit Willenskraft und Disziplin loslegst, wenn du einfach Augen zu und durch machst, dann wird es die Erlebnisse geben, die dir dann das Vertrauen da rein geben und die dein Selbstbewusstsein stärken, dass du dieses Ding auch wirklich rocken kannst, dass du das wirklich schaffen kannst. Das heißt, wenn du am Anfang noch nicht so richtig daran glaubst, dass du ein Ziel erreichen kannst, dann geh einfach wirklich mit Scheuklappen durch, zieh Sachen einfach durch, mach dir einen Plan, eine Strategie und arbeite die Schritt für Schritt ab. Nichts anderes mache ich gerade bei meinem Businessaufbau. Da ist im Moment noch nicht so wahnsinnig viel mit Flow. Da ist im Moment einfach mal durchziehen und Disziplin angesagt. Und dann kommen eben auch die Erfolgserlebnisse, dann kommt das Erfahrungsvertrauen. Ja? Dann erlebst du Dinge, die dir bestätigen, dass die Kraft in dir steckt, die dir bestätigen, dass du Fähigkeiten hast und die eben dafür sorgen, dass dein Selbstvertrauen steigt, dass dein Selbstbewusstsein steigt, dass du dir bewusst bist über deine Kräfte, dass du dir vertraust, weil du etwas durchgezogen hast. Erst ist der Wille und dann folgen Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstwert. Und einen abschließenden Gedanken möchte ich dir dazu noch mitgeben. Bei aller Disziplin, bei aller Willenskraft, hab Spaß. Hab Spaß an deinem Weg und hab Spaß an deinen Fortschritten, hab Spaß an dem, was du schon geschafft hast. Und hab Spaß mit den Dingen, die deine Energiereserven wieder auffüllen. Und vor allen Dingen, verurteile dich nicht, wenn mal was nicht klappt. Verurteile dich nicht, wenn du einen Tag aussetzt, wenn du einen Tag verpasst. Einfach weitermachen. Denn je mehr du dann dabei hängen bleibst, dich zu verurteilen, desto schwieriger wird es, wieder reinzukommen. Das heißt, einfach aufstehen, Krönchen wieder zurechtrücken, Staub abschütteln und weitermachen. Augen zu und durch, zumindest für den Anfang, und dann kommt auch irgendwann der Flow. Ich verspreche es dir. Ja, und ich hoffe, dass dir diese Episode ein bisschen Mut gemacht hat, ein bisschen Feuer unter den Hintern gemacht hat, dass du jetzt wirklich auch für die neuen Entscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast, losgehen kannst. Und wie gesagt, ich denke, ich werde aus dieser kleinen Serie, die sich gerade so automatisch ergeben hat, einfach ja, eine Serie, wo es darum geht, deine Ziele zu erreichen, wo es darum geht, für deine Träume loszugehen, die werde ich nächste Woche noch um eine Episode ergänzen, wo es dann konkret um Ziele geht, beziehungsweise um Fehler, die es zu vermeiden gilt bei der Setzung von Zielen. Jetzt hoffe ich aber erstmal, dass du losgehst, dass du die Willenskraft aufbringst, dass du die Selbstdisziplin an den Tag legst, um wirklich die ersten Schritte zu gehen, um neue Routinen, neue Gewohnheiten in dein Leben zu etablieren, um den Weg wirklich loszugehen und durchzuhalten, ins Tun zu kommen, ins Handeln zu kommen, um dahin zu kommen, wo du gerne hin möchtest. Ich wünsche dir dabei ganz viel Kraft, aber auch ganz, ganz viel Freude und ganz viel Mitgefühl für dich selber. Und freue mich sehr, wenn du vielleicht deine Fortschritte mit mir teilen magst. Am liebsten auf Instagram als Kommentar unter dem Post zu dieser Episode. Oder auch, indem du mir einfach eine E-Mail schreibst oder mir eine Nachricht auf Instagram schreibst oder wo auch immer. Lass uns alle oder mich teilhaben an deinen Fortschritten auf dem Weg hin zu neuen Gewohnheiten und hin zu deinen Zielen. Und wenn du die Shownotes suchst, die findest du unter www.happyplanties.de/episode 123. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Und wenn es in deinem Umfeld Menschen gibt, denen der Neuanfang-Podcast auch Mut machen könnte, dann erzähl ihnen super gerne davon oder teile den Podcast via Social Media. Denn je mehr Menschen ihr Leben hin zu mehr Erfüllung transformieren, desto mehr können wir alle gemeinsam auf der Welt bewegen.
Und weil es mich wahnsinnig interessiert, was du in deinem Leben schon transformiert hast oder was gerade deine größten Herausforderungen dabei sind, kann ich es kaum erwarten, mich mit dir dazu auszutauschen. Und am besten geht das, wenn du bei Instagram zum Post dieser Episode einen Kommentar schreibst. Und du findest mich dort unter Ich bin Sarah Heinen. Alles zusammen, alles klein und Sarah ohne H. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine riesen Portion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf.